Kann ich gleich weitermachen, Frau Kommissarin. Von mir kam ja der Einspruch, über den wir dann nächste Woche abstimmen, weil, und das hat ja auch eine Mehrheit im Ausschuss so gesehen, uns einfach zu unkonkret ist. Wenn man es von der einen Seite sieht, kann man sagen, okay, es geht alles so weiter wie bisher. Sie haben keine klaren Definitionen benannt. Und was uns besonders gestört haben, es gibt ja eine Liste, und ich habe ja auch an einem Gesetz mitgewirkt, wir haben damals schon gesagt, warum nehmen wir nicht die WHO-Liste der Stoffe, die für die Menschen reserviert werden sollten? Warum fängt die EU jetzt nochmal an und macht, will eine eigene Liste machen? Das ist uns nicht ganz klar. Warum verständigen wir uns nicht international auf diese Liste? Und das andere Problem, was wir darin sehen, ist, dass wenn eine Liste verabschiedet wird, das ist ein Fehler im Gesetz, ist keine Einzeltierbehandlung mehr möglich und auch bei Haustieren nicht. Das müssen wir korrigieren und heilen. Weil es geht, und ich sage es hier nochmal deutlich, darum, dass wir das Problem haben, Antibiotikaeinsatz nicht sozusagen beim Einzeltier, sondern 90% der Antibiotika in der Tierhaltung werden in Gruppenhaltung verabreicht, über Tränkewasser oder über Futtermittel. Das ist das Problem. Viel Antibiotika geht an gesunde Tiere. Und das müssen wir sozusagen einschränken. Ich glaube, da sind wir uns in vielen Punkten auch einig. Es geht einfach darum, dass diese Praxis eingeschränkt werden muss. Und Frau Kimmüller, ja, in Deutschland hat man Verbesserungen hinbekommen. Aber wir in der Europäischen Union haben wir noch einen Verbrauch von 6.400 Tonnen Antibiotika in der Tierhaltung und von knapp 4.500 Tonnen im normalen Bereich. Beide Bereiche müssen senken. Wir haben auch das Ziel in der Farm-to-Fork-Strategie. Deshalb, Frau Kiriakidis, müssen diese beiden Sachen konkreter und besser ausformuliert sein. Also sowohl die Kriterien genannt werden, wann darf eigentlich noch überhaupt Antibiotika eingesetzt werden in der Gruppenanwendung, in der Metaphylaxe und welche Ausnahmen lassen wir zu. Das ist der Kern der ganzen Auseinandersetzung. Und ich hoffe, die Kommission überarbeitet ihre Vorlage, damit wir klare Bedingungen auch im Interesse der Landwirtschaft haben. Einen Punkt darf ich vielleicht noch ansprechen, Herr Vorsitzender. Es geht mir darum, dass um die GMOs, weil der Kollege ebenso dafür geworben hat von der S&D-Fraktion. Sind Sie dafür, dass auch die neue Gentechnik weiterhin klar gekennzeichnet wird und dass es da auch eine Risikobewertung gibt? Oder fällt das in der neuen Gesetzgebung weg? Vielen Dank.